unweit des Hambacher Schlosses, eingebettet in die weite Rebenlandschaft von Gainsheim, einem Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße, steht das Haus für Schönheit und Wohlbefinden. Inspiriert von mediterraner Architektur und Gartengestaltung, befindet sich hier ein Arkadien der Schönheitspflege, die Kosmetik-Oase Nebel. Also ich bin wirklich Pfälzerin durch und durch. Ich liebe diese Landschaft, ich liebe die Kultur, ich liebe auch die Menschen, diese Gemütlichkeit, ich liebe auch diese Weinfeste, dieses unkomplizierte Zusammentreffen, Erzählen und natürlich auch den guten Wein dabei genießen. Das liebe ich sehr. Seit über 40 Jahren widmet sich Ilona Nebel als begeisterte Unternehmerin dem Dienst der Schönheit und des Wohlbefindens. Und es erfüllt sie mit einer leichten Portion Stolz, dass sie seit Jahren von renommierten Fachmedien bereits eine ganze Reihe höchster Preise erhalten hat. So ist sie 2015 mit dem Oscar der Kosmetik, dem Gloria Award und 2020 für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Im gleichen Jahr hat sie gemeinsam mit ihrer Tochter Christine Nebel die eigene Pflegeserie herausgebracht. Sie ist das Ergebnis ihrer jahrzehntelangen Erfahrung als Kosmetikerin. Jetzt ist sie noch einen Schritt weiter gegangen und verwirklicht ihren nächsten Traum. Eine Naturkosmetik von höchster Qualität auf Basis von Traubenkernöl aus der heimischen Region. Schlüsselerlebnis Weinlese. Die Hingabe an das schönste Produkt der Pfalz. Das erste Mal, wo ich Herbsen war, war als junge Frau von 17, 18, 19 Jahren. Da haben wir dann uns immer noch mal ein Geld verdient. Damals nach Klingenmünster, an dem wir Herbsen durften. Und das hat mir damals so viel Spaß gemacht. Dieses gemeinschaftliche Arbeiten draußen im Freien mit den Trauben, das auch noch so gut riecht und so duftet. Natürlich mit einem super Schorle. Da wurde dann der Abschluss gemacht und ich fand es damals so herrlich. Noch heute freut sie sich, einmal im Jahr mit der ganzen Familie einen Tag lang Herbsten zu gehen. Keine Weinlese ohne ihren vermeintlichen Abfall, den Trester. Er birgt einen großen Schatz, die Traubenkerne. Mit ihren Antioxidantien sind sie eine begehrte Grundsubstanz für ein hochwertiges Öl, nicht nur für die Küche, sondern vor allem für die Kosmetik. Denn das Traubenkernöl ist reich an Vitaminen, Mineralien und ungesättigten Fettsäuren. Allesamt außergewöhnliche Substanzen für unsere Haut. Meine Vision war schon immer, ich möchte eine Weinkosmetiklinie, eine vegane Naturkosmetiklinie kreieren. Aber mein Herzblut steckt da drin, dass das Traubenkernöl sowie das OPC, das ja ein sehr natürliches Anti-Aging-Mittel ist, in diesen Cremes und Lotions und Seren vorhanden ist. Ich habe lange, lange gesucht und habe das mit meinem Biochemiker in Krems mit eingesetzt. Wir haben geprüft, getestet, gemacht, getan. Und es kommt jetzt eine ganz geniale Pflegelinie raus. Aber das ist erst der Anfang der Palavin-Traubenkosmetik aus der Pfalz.